Folge Nummer 50 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal den Craft hier losgelassen. Der sollte hier ein bisschen was einsammeln im Sektor. Da müssen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. Oder beziehungsweise gucken, wo ist er? Irgendwo muss ein Grüner rumschwirren. Da links, ah, der ist dann dahinter. Dann gucken wir mal gerade vorbei. Aber der wird ja ordentlich was tun jetzt. Ja, da oben sieht man, wie er am Abbauen ist. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Wir sollten jetzt nochmal schauen. Haben wir hier ein Depot im Sektor? Ich glaube ja, ne, oder? Ja, Ausrüstungsdock. Das wollte ich wissen. Das ist da. Was gibt's denn da im Angebot? Vielleicht haben wir noch was Schönes, was wir kaufen können. Ne, da. Noch nicht Bergbau, aber nix. Titan eher Abwrackgeschützturm, ne. Doppelpoint, ne, da ist jetzt nichts bei. Da ist noch ein Abwracker. Ne, ist jetzt da nichts bei. Haben wir hier noch was Schickes? Nicht wirklich. Batterie-Upgrade, Granate, Quantum-Hyperraum-Upgrade, was ist das? Okay, da können wir nicht weiterspringen durch. Gut, dann ist das erledigt. Dann gucken wir mal hier rein und wir suchen hier gerade noch einen Ausrüstungsdock. Wir sind jetzt hier, ne? Oder sind wir hier? Ne, wir sind hier. Wo ist das nächste Ausrüstungsdock? Dort. Das würde bedeuten... Wir sollten mal dahin fliegen, oder? Springen wir so runter. Springen wir so runter, gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Sektor sollte leer sein, ne? So sieht's aus. Und die Frage, wie lange wir springen können. Geht aber voran, ne? Ja, zwei Sprünge müssen wir doch noch machen. So, und der letzte Sprung geht ins Ziel. Klappt aber, ne? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell springen können. Aber die kleine Drohne hat was drauf, ne? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da das Ausrüstungsdock mal angucken. Da. F. Hallo? So, jetzt F. Ausrüstung handeln. Tesla Dreifachpoint Maschinen, Nanonit Abwrack, Gravitation. Das ist gerade gewechselt, kann das sein? Doppel-Eisen-Bergbaugeschützturm. Hier unten ist ein R, aber aus Eisen. Bringt uns also nichts. Schildgeschützturm, Generalupgrade, Schildboost, Energie nach Schild, Quantum-Hyperraum. Ja, Standard. Das war eigentlich schon umsonst hier, ne? Karte. Wer ist denn hier jetzt der? Was macht der denn hier? Okay, der baut nur Asteroiden ab und ich hätte noch keine Meldung, dann läuft das wohl. Der Discover ist da hinten, der ist nicht am Springen. Mhm. Hier hinten sind keine Ausrüstungsdocks. Und die Karte hier oben ist natürlich krass. Oder sind da keine, weil wir das noch nicht entdeckt haben? Das kann natürlich auch noch sein, ne? Also nicht vor Ort waren. Ich denke mal, wir sollten den Discover mal auch gerade irgendwo hinschicken. Und zwar... Da waren wir überall wohl. Hier waren wir noch nicht. Doch, da sieht's aus, als ob wir da doch waren. Also dahin. Dahin. Ich
Ich denke mal, wir fliegen erstmal alles ab hier. Was irgendwo hier im südlichen? Na, das geht nicht so direkt, dann muss er da hin. Okay, er ist außerhalb vom Bereich, ist klar. Ja, komm, nehmen wir gerade noch die beiden mit. Ja, und dann soll es erstmal reichen. Wieso springt er hier nicht den Turm entlang? Naja, ist halt so, ne? Er macht Arbeit und er macht auch Arbeit. Gut, dann erst da raus. Sonst tue ich wieder die Routen alle kaputt machen, ne? Achso, wir wollten noch gucken, wo wir dann hin können. Ja, dann sollten wir vielleicht mal dahin springen. Und das nächste Depot uns angucken, ne? Okay. Karte wird geladen. Oder Sektor, nicht Karte. Ja, jetzt aber bitte. Dauert. Da ist er. Die Mini-Drohne. Ist das ein dicker Asteroid da? Nee, ne? Ist nur so ein Haufen, oder? Ist nix, glaube. Keine einnehmbaren Asteroiden hier, oder? Wohl da. Ne, ne, oder? Ist das einer? Doch, das ist einer, ne? Der sieht auf jeden Fall anders aus. Fliegen wir den doch mal an, oder? Kann man den noch einnehmen? Das ist doch schon mal gut dann. Ja, da müssen wir jetzt langsam hinfliegen, leider. Können wir natürlich jetzt die Stimmung stark steigern, ne? Wahrscheinlich, oder? Okay. Mal das, oder? Oh, ne, ein bisschen weniger sogar. Einnehmen. Asteroid verkaufen. Und wir können es nur an die verkaufen. Xibito-Organisation. Ah, geht die Beziehung hoch? Geld spielt eigentlich keine Rolle, aber die Beziehung spielt eine Rolle. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt gut. Aber die waren schon vorher gut. Also ein bisschen, ja, ein bisschen gesteigert haben wir das Ganze. Ist ja nicht schlimm. Gut, Karte. Weiter geht's. Wir wollten hier runter, oder?
Müssen da hin. Crasht er oder nicht? Nee, ne. Der verschwindet ja vorher sozusagen. Oh, das ging schnell. Und dann sind wir gleich schon da. Kurz die Ladezeit. Und dann sind wir schon da. Sehr gut. Und wenn dieses Bild kommt, dauert es immer länger, oder wie ist das? Nee, es hat nichts mit dem Bild zu tun, ne? Ausrüstung. Waffen. Und jetzt, da ist er. Den wollen wir kaufen. Da ist noch einer. Also schnellstens dahin. Was natürlich auch sind Tausende von Kilometer weg, ne? Für die kleine Drohne sozusagen. Aber da wollen wir hin. Die beiden wollen wir haben. Ich hoffe, dass jetzt nicht in der Zeit die verschwinden. Das wäre echt ärgerlich. Ja, dauert ewig, bis wir da sind, ne? Das ist schade. Aber naja, wir sind jetzt mit dieser Drohne halt unterwegs. Das ist unser Problem. Wir müssten ein größeres Schiff zum Discovern haben, ne? Den Discover zum Beispiel nutzen, wäre kein Problem. Aber den schicken wir ja gerade den Dingens. Ich glaube, wir die Schiffe, die alle weiter außen sind, die müssen wir mal mehr zum Zentrum holen. Ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt müssen wir nur die Waffen erstmal haben. Ja, Waffen, Waffen, Waffen. Das ist das, was ich haben will, genau. Aber 300 Meter die Sekunde ist jetzt gerade nicht viel. Von 53 oder wie viel waren es? Naja. Wir kommen auf jeden Fall näher. Dauert gerade. Ich glaube, ich schneide da ein Stück raus, damit ihr da Bescheid wisst. So, jetzt wollen wir hoffen, dass noch das da ist, was wir haben wollten. Titan-Bergbaugeschützturm. Ah, da ist er noch. Kaufen. Ich bin doch an der Station gedockt, oder? Nein, noch nicht. Da muss ja immer noch dockt stehen, ne? Das kann jetzt nicht sein, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Gedockt, jetzt steht's da. Oh, super. Ich hoffe, jetzt ist es noch da, ne? Wollte gerade sagen, ist weg. So, noch nicht gekauft. Und nicht eher Bergbaugeschützturm gekauft. Gekauft. Das waren jetzt drei sogar. Das ist nur Titan, den brauchen wir jetzt nicht. Wir wollten ja den Naunit haben. Das ist schon mal cool. Schildionisierer. Okay. Den gibt's auch nochmal da, aber den anderen war jetzt billiger. Scannerbreit, Geschützkontrollsystem, was kann das? Nicht so wirklich was. Sprungreichweite 4 und das ist das kaufen wir gerade noch. Generator, Energie, das brauchen wir alles nicht. Okay. Torpedos, Gegenstände verkaufen, brauchen wir. Oder? Gegenstände verkaufen? Gucken wir mal gerade rein. Hier, den können wir doch verkaufen. Doppeleisen R, Abwrackgeschützturm. Ist zwar ein R, aber braucht kein Mensch. Geschützkontrollsystem, aha, 3 und 1. Und das ist nicht eher Geschützkontrollsystem, haben wir auch nochmal in grün, ne? Ja, okay, die haben wir ja gerade gekauft. Ah, da gibt's noch was. Ah, hier haben wir so einen einfachen sogar gekauft, guck. Gut, haben wir erst.
Müssen wir nur in die passenden Schiffe dann einbauen, ne? Aber das, denke ich mal, machen wir dann in der nächsten Folge. Das war die aus dem Randbezirk näher holen und dann die mit den Air-Lasern auch aufrüsten. Alles klar, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.